Bitcoin. 1 Million US-Dollar, ist das realistisch als Preisziel oder vollkommen an den Haaren herbeigezogen? Wir sprechen über den Crack-Up-Boom, über eine gerade stattfindende mögliche Bodenbildung beim Gold und die nächsten Preisziele und Prognosen. Und wir sprechen natürlich über das Silber, das Bitcoin des kleinen Mannes. Bleiben Sie also dran für dieses und weitere spannende Themen. Florian Grummes zündet hier eine Informationsbombe nach der nächsten. Es bleibt also spannend. Heute zu Gast Florian Grummes von Midas Touch Consulting. Willkommen, Herr Grummes. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr darüber, denn Florian Grummes ist ein Experte, was technische Analyse angeht für Rohstoffe, aber er hat auch eine Begeisterung für Bitcoin und Kryptowährungen. Und da gibt es ja im Lager der Goldfreunde, gibt es ja zum Beispiel Peter Schiff, der sagt, Bitcoin geht auf Null, alles nur ein Schneeballsystem, alles Übertreibung. Und dann gibt es natürlich die Gegenseite mit Max Kaiser, der sagt, er ist der selbsternannte Bischof von Satoshi. Da ist Florian Grummes die Stimme der Vernunft. Ja, dankeschön. Ja, denke ich schon. Also ich glaube, man sollte sich da nicht verzetteln in irgendwelchen Rechthabereien oder recht haben wollenden Argumentationen, sondern einfach das pragmatisch angehen. Keiner von uns kennt die Zukunft. Wir sind allesamt in einer ziemlich herausfordernden Situation momentan. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass das Geldsystem, das wir die letzten 50 Jahre sozusagen erlebt haben, in irgendeiner Form so nicht mehr weiterzuführen ist. Wie sich's genau ausgehen wird, kann keiner genau vorhersehen. Aber ich denke, mit Gold und mit Bitcoin ist man da schon recht gut gerüstet gegen den drohenden Ernstfall. Ja, was Bitcoin angeht, da sind Sie ja begeistert, haben ein Interesse dafür. Allerdings, Sie kennen ja alle Negativpunkte. Ich werde mal jetzt so den Advocatus Diaboli spielen und oder den Peter Schiff Verschnitt und werde mal die ganzen negativen Punkte aufzählen, die es so gibt. Aber bevor wir damit losgehen, eigentlich ist das ja die ideale Allianz. Die Bitcoin-Leute und die ganzen Goldbugs, eigentlich müssten sie doch zusammenfinden und gemeinsam gegen das Fiat-System angehen. Ja, also sollte man eigentlich meinen, und ich propagiere das eigentlich schon seit vielen Jahren. Gold ist seit 5000 Jahren sozusagen ein sicherer Hafen, hat jeden Diktator, jedes Militärregime, jeden Krieg und auch jede Diktatur überlebt. Und hat einige Features, die sozusagen überlegen sind dem Bitcoin, nämlich hinsichtlich dessen, dass eben kein Strom gebraucht wird, dass auch kein frei verfügbares Internet benötigt wird und dass man im Grunde genommen, wenn man also ein normales Tafelgeschäft mit dem Gold macht, ja auch keine Spuren hinterlässt. Und das sind also für mich schon Features, die ich auch unbedingt haben möchte, zumindest für einen Teil meiner Investments. Bitcoin hingegen ist eben ein dezentralisiertes Netzwerk weltweit. Die Transaktionsgeschwindigkeiten im Vergleich zum Gold sind ja in einer ganz anderen Dimension. Also ich kann theoretisch Billionen innerhalb von Minuten hin und her schieben. Da werden dann auch relativ wenig Transaktionskosten fällig. Und es ist eben ein System, was völlig frei ist von einer Regulierung durch eine Zentralbank oder irgendein ein politisches Regime. Und dahingehend hat der Bitcoin wiederum viele Eigenschaften, die ihn dem Gold überlegen machen. Und ich glaube, dass wir eben im 21. Jahrhundert beides haben wollen, dass die sich eben sehr gut ergänzen. Das eine eben vielleicht eher, kann man sagen, das analoge, herkömmliche, traditionelle und auf der anderen Seite eben die neue Blockchain-Technologie und der Bitcoin als dezentralisiertes Netzwerk, wo eben keine einzelne Person oder Institution mehr die Macht hat, sozusagen andere Menschen zu kontrollieren. Das finde ich ist eigentlich schon eine sehr erstrebenswerte Kombination. Die Kritiker würden jetzt sagen, ist Bitcoin überhaupt ein Zahlungsmittel? Man kann ja damit jetzt nicht irgendwie draußen tatsächlich irgendwas bezahlen, weil die Volatilität viel zu groß ist. Und es ist also kein richtiges Geld, keine richtige Währung, weil eben diese Zahlungsfunktion noch nicht gegeben ist, es sei denn, man ist im Darknet unterwegs. Und manche meinen auch, man kann ja auch keinen Kredit aufnehmen mit Bitcoin,
Na, wenn ich mir einen Bitcoin leihe, dann laufe ich Gefahr, dass ich dann in 2, 3 Jahren 1 Million zurückzahlen muss. Ist das berechtigte Kritik am Bitcoin? Also es ist sicherlich richtig, dass sich der Bitcoin bisher noch nicht wirklich als Zahlungsmittel durchgesetzt hat. So wie er jetzt sozusagen strukturiert ist, wird es auch schwierig. Mit dem Lightning Network, was auf der Bitcoin-Blockchain ja aufgesetzt ist, sind schnelle, sehr kostengünstige kleine Transaktionen, also Micropayments, problemlos möglich. Bisher ist da die Entwicklung allerdings etwas schleppend, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist tatsächlich zum Beispiel Bitcoin Cash wäre dort überlegen, was diesen Punkt angeht. Aber ich würde es eher grundsätzlicher eben sagen, muss es denn überhaupt unbedingt notwendigerweise auch die Zahlungsmittelfunktion jetzt sofort erfüllen? Ist es denn nicht viel wichtiger, dass es sozusagen die Wertaufbewahrungsfunktion erfüllt? Und das tut Bitcoin ja zweifelsohne sehr gut. Also es ist mit Abstand die beste Anlage der letzten 12 Jahre gewesen, hat alles andere outperformed. Und jeder, der sozusagen ein bisschen Geld in den Bitcoin angelegt oder gespart hat, der kann sich heute freuen, denn er hat mindestens mal seine Kaufkraft erhalten, wenn nicht sogar deutlich vermehrt. Und ich denke, das ist mal die allerwichtigste Eigenschaft. Und das ist ja auch die Eigenschaft, die sozusagen dem Gold über 5000 Jahre immer innegewohnt hat. Also auch jetzt können Sie mit Ihrer Goldmünze schwerlich im Supermarkt bezahlen. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben im 21. Jahrhundert sich da die Dinge möglicherweise etwas aufdröseln oder trennen voneinander und unsere herkömmliche Definition von Geld vielleicht eben ja ein bisschen aktualisiert werden muss. Und wahrscheinlich hat man in Zukunft verschiedene Coins, Tokens und andere Investments für unterschiedliche Zwecke. Und ich bin zunächst mal froh, dass der Bitcoin diese Wertaufbewahrungsfunktion sehr, sehr gut erfüllt. Wenn die Adaption weiter voranschreitet und auch der Preis weiter steigt, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass auch das Lightning Network dann weiter zulegen wird können. Und dann muss man mal sehen, wie das in der Zukunft sich darstellt. Der größte Kritikpunkt, der ja immer wieder angebracht wird beim Bitcoin, ist eben der hohe Energieverbrauch. Das ist grundsätzlich mal richtig. Das ist also, ich glaube, 120 Terawattstunden ungefähr. Also ungefähr der Verbrauch der Niederlande pro Jahr. Allerdings kann man dem eben natürlich entgegentreten. Erstens mal, wer definiert denn eigentlich, welche Energieverwendung sozusagen sinnvoll und falsch ist? Also wir vergeuden in meinen Augen tagtäglich unendlich viel Strom und Energie dafür, dass sich Millionen von Menschen irgendwelche blöden Seifenopern im Fernsehen anschauen oder irgendwelche Nachrichten, die völlig unwichtig sind oder in Social-Media-Kanälen miteinander oder chatten oder sich sogar die Köpfe einhauen und am Ende des Tages gar nichts mehr rauskommt, außer viel Energie wurde verbraucht. Wer definiert das eigentlich? Dazu kann man natürlich auch sagen, dass das herkömmliche Finanzsystem unendliche Mengen an Energie verbraucht hat und im Übrigen aufgrund des ungedeckten Papiergeldsystems ja eigentlich dieser Missbrauch der Ressourcen der Erde in den letzten 50 Jahren erst so explodieren konnte. Denn die Menschheit hat ja aufgrund dieses Papiergeldsystems den Bezug zur Natur und zur Erde völlig verloren. Es gibt keine Disziplin mehr mit dem Umgang der Ressourcen. Insofern finde ich also dieses Argument sehr weit hergeholt. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass jede einzelne Energie oder Kilowattstunde, die sozusagen in den Bitcoin-Mining investiert wurde, nicht verloren gegangen ist, sondern sie ist ja im System. Elektrizität wurde sozusagen gewandelt. Die Energie wurde gewandelt in Bitcoin. Und wenn das der Menschheit in Zukunft vielleicht hilft, ein faireres, transparenteres Geldsystem zu haben, dann denke ich, war es das in jedem Fall wert. Und darüber hinaus muss man auch mal anführen, dass ich glaube, mittlerweile mehr als 75% des Bitcoin-Minings mit nachhaltigen Energien schon betrieben wird. Und dass also hier eigentlich eine unglaubliche Incentive-Struktur entstanden ist, eben um weitere grüne, nachhaltige Energieformen zu fördern. Also ich würde dieses Argument eigentlich gar nicht gelten lassen. Ja, da haben Sie sozusagen die Kritik von Greta vorweggenommen, direkt pariert, ohne dass sie vorgebracht hat. Das mit den Niederlanden, das habe ich auch gelesen, das ist ungefähr der mittlere Wert, den man da annimmt. Aber die Schätzungen gehen ja jetzt mittlerweile, wenn wir fast bei 60.000 Dollar sind, gehen die sogar vom Fünffachen des Stromverbrauchs der Niederlande aus. Und so ein Peter Schiff würde ja jetzt sagen, wenn man eine Goldmünze, also eine Unze Gold fördert, dann hat man diese Unze in der Hand.
Bitcoin ist etwas, ja, was man nicht fassen kann. Aber zurück zu der Inflation. Ist Bitcoin so der Kanarienvogel der Inflation, der Druckerpresse, das, was nicht kontrollierbar ist durch Fiat, Futures etc.? Das heißt, so eine 1:1 Abbildung der Inflation? Also ob es eine 1:1 Abbildung der Inflation ist, ist schwierig zu sagen. Aber definitiv kann man also am Bitcoin ablesen, was sozusagen diese ungezügelte Gelddruckerei, diese Geldmengenvermehrung der letzten 50 Jahre mittlerweile bewirkt hat und eben insbesondere seit der Finanzkrise. Das war ja auch der Grund, warum sozusagen der Bitcoin erfunden oder erschaffen wurde. Und ich denke, jetzt bei Preisen knapp unter $60,000 ist das schon ziemlich eindeutig, dass eben diese enormen Geldmengenausweitungen, die ja nicht nur in der Eurozone und in Amerika stattgefunden haben, sondern im Prinzip weltweit alle Länder, insbesondere übrigens die Chinesen, also allesamt entwerten ihre Währungen, indem ständig noch mehr Währung erzeugt wird. Und die Leidtragenden sind die Bürger. Alle, die einen normalen Job sozusagen haben, die von 9 bis 5 oder 6 im Büro sitzen und dann ihren monatlichen Gehaltscheck überwiesen bekommen, das sind alles Menschen und das ist ja in der Regel sind das ja 90-95% der arbeitenden Bevölkerung. Ja, das Geld wird immer weniger wert, also man kann immer weniger damit kaufen und mit Bitcoin kann man sich dagegen schützen. Das hat sehr gut funktioniert die letzten 10 Jahre und ich gehe nicht davon aus, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Was ich noch vielleicht anmerken möchte, was Sie es gerade gesagt haben, also natürlich ist Bitcoin virtuell und erstmal nicht greifbar, aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben Ihren Computer, ohne Software bringt er Ihnen gar nichts. Der Wert des Computers oder Ihres Notebooks entsteht erst dadurch, dass sozusagen Software auf dem Computer läuft und Ihnen sozusagen Möglichkeiten, Funktionen, Programme bietet. Und so ähnlich ist das eben auch mit Bitcoin. Natürlich ist das, man muss da schon ein bisschen außerhalb der herkömmlichen Box, sage ich mal, denken. Aber das, was eigentlich das immer Entscheidende daran ist, ist, man muss ja oder man sollte sich ja auch diversifizieren. Und diese ganze Diskussion klingt für mich immer so, als ob eigentlich die Frage im Raum steht, soll ich alles auf Rot setzen oder nicht? Das heißt, soll ich mein ganzes Geld in Bitcoin packen oder nicht? Und das macht natürlich keinen Sinn. Das würde auch niemand empfehlen und ich ganz sicherlich auch nicht. Ich habe also immer wieder in den letzten Jahren empfohlen, sage ich mal, 1 bis vielleicht 5% seines Gesamtvermögens in den Bitcoin zu stecken. Dann löst sich dieses Problem relativ schnell auf, weil dann ist es eine von mehreren Positionen und verschiedenen Anlageklassen. Und dann geht es auch nicht mehr darum, ob man Recht hat oder nicht, sondern dann ist es einfach, entwickelt sich das Investment in die richtige Richtung oder nicht? Und diese ganze Diskussion ist mir viel zu sehr immer eben genau, soll ich alles oder gar nichts in Bitcoin investieren? Und das macht ja keinen Sinn. Also das macht man ja auch nicht mit Aktien oder mit Edelmetallen oder mit Immobilien oder sonst irgendwas. Also man will ja immer sich auch diversifizieren. Das ist ein guter Stichpunkt, die Diversifikation. Beim Bitcoin war ja fast immer gegenläufig zu dem Markt oder hat sich anders bewegt, jetzt bis auf den letzten März, wo es dann so richtig runterging, noch stärker als beim Markt. Aber Sie haben da vollkommen recht. Wie sieht es denn aus mit den, momentan ist meines Erachtens so, dass der Preis ist jetzt momentan noch nicht manipulierbar, in Anführungsstrichen. Die ganzen Derivate, die jetzt demnächst aufkommen oder schon unterwegs sind, was Bitcoin angeht, meinen Sie, dass die ein Mittel sein können, dann den Preis zu deckeln oder zu manipulieren? Also natürlich, wie in allen Märkten, gibt es überall und natürlich auch in Bitcoin große Spieler, die alle versuchen, den Preis in die jeweilige Richtung zu bewegen, sodass die eigene Positionierung sozusagen sich verbessert. Wir haben auch gesehen, dass sozusagen der letzte große Bärenmarkt, also der begann ja im Dezember 2017, als das Top bei $20,000 erreicht wurde, zufälligerweise mit dem Start des ersten Bitcoin-Futures zusammenfiel und dann in der Folge der Preis ja bis auf $3,000 nach unten korrigierte. Also das wird natürlich immer mehr einen Einfluss haben. Ich bin kein Fan von diesen Derivate-Kartenhäusern sozusagen, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, wer von A nach B und dann B nach C und C wieder nach A irgendwas verliehen oder überschrieben oder mit Hebel sozusagen auf Margin was auch immer gekauft oder verliehen hat. Das ist aber nun mal der Gang der Dinge.
das lässt sich nicht aufhalten. Es führt aber sicherlich einerseits zu Instabilität, andererseits aber auch wiederum zu mehr Stabilität und wahrscheinlich auch einer sinkenderen Volatilität. Das sehen wir ja jetzt schon, dass sozusagen diese extremen Schwünge der letzten Jahre eigentlich kleiner geworden sind. Man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Am Ende des Tages ist es bisher nicht gelungen, den Bitcoin sozusagen über die Futures-Märkte zu stoppen. Denn dadurch, dass eben es ja zig Börsen und Plattformen und Exchanges gibt weltweit und nicht wie jetzt beispielsweise der Goldmarkt primär an der COMEX und der LBMA sozusagen gehandelt wird, ist es sehr schwierig. Da sind dann oft eben diese ganzen Leerverkaufspositionen ja wie so eine Art Soufflé in sich zusammengesunken, weil die Leute halt einfach keine echten Bitcoins hatten. Und man sieht übrigens auch natürlich, dass eben dieses sogenannte Hodeln, also das Horden auch der Bitcoins natürlich ein ganz entscheidender Faktor ist. Man sieht, das ist ja auch beim Goldmarkt nicht wirklich anders. Also in dem Augenblick, wo die physische Nachfrage anzieht, ist es auch vorbei mit der Manipulation nach unten. Da ist dann automatisch irgendwann ein Preisboden sozusagen eingezogen. Und beim Bitcoin ist das eben viel extremer, weil er eben sehr viel mehr, also Bitcoin wird einfach sehr dezentral auf zig unterschiedlichen Börsen gehandelt. Sie sehen ja auch, dass es immer noch ganz große Spreads teilweise gibt zwischen den unterschiedlichen Börsen. Das kann ja zwischen 50 und 300 Dollar manchmal betragen. Also ich denke, es ist sehr schwierig, den Bitcoin da nachhaltig zu manipulieren, dass man da kurzfristig mit Spoofing und irgendwelche großen Orders und Wale am Wochenende insbesondere versuchen, den Preis in die eine oder andere Richtung zu drücken. Ja, sicherlich, aber im großen Bild nachhaltig sehe ich es nicht möglich mittlerweile. Nun haben wir Länder, die Bitcoin verbieten. Iran mag jetzt kein Posterchild sein, aber China ist umso gewichtiger, da ist es ja auch verboten. Was denken Sie, was ist die größere Gefahr für Bitcoin? Ein grundsätzliches globales Verbot oder so ein technischer Glitch? Ja, also ich glaube, dass ein technischer Glitch wahrscheinlich die größere Gefahr darstellt. Ich meine, die Bitcoin-Blockchain ist jetzt praktisch fast 12 Jahre oder 11,5 Jahre sehr stabil gelaufen. Ist natürlich schon ein bisschen eine, in Anführungszeichen, veraltete Struktur, aber eben dadurch, dass sie so stabil gelaufen ist, hat sie eben auch so viel Vertrauen schon geschaffen. Da sehe ich eigentlich die größere Gefahr, denn China hat es versucht, Indien hat es versucht, den Bitcoin zu verbannen oder zu stoppen und es ist ihnen bisher nicht gelungen. Also wenn Sie sich erinnern, im September 2017, ich glaube, der Bitcoin hatte bei 5.000 Dollar gehandelt, dann kam die Nachricht, also China will das Bitcoin-Mining verbieten und der Preis ist also innerhalb von 2 Tagen von 5.000 auf unter 3.000 nach unten gerauscht und dann waren aber genauso schnell das gesamte Volumen nach Südkorea abgewandert und die Bitcoin-Rally ging dann erst richtig los, als man realisiert hatte, dass auch China den Bitcoin nicht so ohne weiteres stoppen kann. Insofern, ich glaube, dass die Regierungen und die Regulatoren so weit hinten dran sind nach wie vor. Und man einfach verstehen muss, dass im Kryptosektor mittlerweile so viele schlaue, kreative, innovative und auch wirklich gute Menschen unterwegs sind. Ja, es gibt auch ganz viele Scammer, aber es gibt eben auch sehr viele gute Menschen, gute Unternehmer. Und ja, ich bin ein großer Verfechter von freien Märkten. Und wenn sich eben gute Menschen zusammentun und dann auch ein Wettbewerb entsteht, dann kommt eben immer was wesentlich Besseres raus, als wenn irgendwelche Beamten und Behörden irgendwelche zentralistischen Strukturen durchdrücken wollen. Insofern bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass der Bitcoin da den ganzen Regulierungsbemühungen sozusagen überlegen ist. Jetzt in den letzten Monaten kommt es immer mehr dazu, dass etablierte Firmen in den Bitcoin-Markt einsteigen. Also Mellon, die älteste Bank der USA, bietet die Verwahrung an für Bitcoin. Dann haben wir Michael Saylor von MicroStrategy, so als bekanntestes Beispiel. Wir haben Paul Tudor Jones etc. Mit jedem Tag, oder jeden Tag ist ein bisschen übertrieben, aber jeden Monat kommt mehr etablierte Struktur rein, mehr institutionelle. Damit verbunden ist ja auch so eine riesige Lobby im Hintergrund. Ist das auch so ein gewichtiger Grund oder ein Argument dafür, dass das Bitcoin hier kommt, also coming to stay sozusagen, ist nicht mehr wegzudenken?
Ja, also ganz sicher. Ich meine, da ist jetzt ja doch auch eine ganze Menge an Kapital investiert und das sind alles Menschen, die natürlich auch Interesse daran haben, dass ihre Investments nicht verloren gehen. Insofern haben Sie da völlig recht. Das ist sozusagen immer mehr und auch immer stärkere Zusprecher oder Fürsprecher sozusagen, gerade eben auch aus dem institutionellen Bereich. Und das wird natürlich weitergehen, denn wenn die Bitcoin-Rallye, und das sieht ja nicht so aus, dass die jetzt schon vorbei wäre, also wenn der Bitcoin jetzt dann vielleicht in den nächsten Monaten Richtung 100.000 Dollar steigt, wird der Druck auf die institutionellen Investoren, die eben bisher nicht dabei sind, immer größer. Und es ist ja jetzt schon so, dass eben viele eigentlich dem Zug hinterherlaufen. Und ich denke, das wird sich auf absehbare Zeit auch erstmal nicht ändern. Also ich sehe nicht, dass wir momentan schon ein wirklich wichtiges, großes Top erreicht haben. Das sehe ich bislang nicht. Und je mehr eben Leute wie Michael Saylor oder Elon Musk sozusagen auch, sie können ja jetzt sogar schon ihren Tesla mit Bitcoin bezahlen. Also die Adaption, die findet schon statt. Und ich glaube nicht, dass das aufzuhalten sein wird. Im Gegenteil, je mehr institutionelles Geld involviert ist, umso mehr Fürsprecher wird es geben. Da würde Peter Schiff sagen, bei ihm kann man ja auch mit Bitcoin vermeintlich, glaube ich, auch Goldmünzen kaufen. Da sagt er immer, ey, das Bitcoin wird direkt verkauft in Dollar und das Gold wird dann letztendlich für Dollar verkauft und nicht für Bitcoin. Da findet noch so eine Zwischenkonversion statt. Wenn Hunter Biden sich im Vorstand von MicroStrategy wiederfindet, dann hat auch der Letzte den Knall gehört. Was sagen Sie denn dazu, dass es inzwischen mehr als 4.000 Kryptowährungen gibt? Also Gold, Silber lässt sich nicht kopieren. Eine Kryptowährung, das könnten wir unter Umständen auch wir beide auf den Weg bringen. Oder auch eine größere Firma wie Amazon, Google etc. Ja, also man muss natürlich ganz klar und nüchtern attestieren, dass extrem viel Scam und Betrug in dem Sektor unterwegs ist, dass eben natürlich auch ganz viele einfach schlechte Geschäftsmodelle oder Businesses unterwegs sind, dass eben auch sehr viel einfach kopiert wurde, dass momentan in dem Hype, in dem es eben momentan, in dem der Sektor momentan sich befindet, eben ja sehr leicht ist, den Leuten alles Mögliche anzudrehen. Das wird aber auch wieder eine natürliche Auslese geben. Also ich vertraue, wie gesagt, auf den freien Markt und das ist eben jetzt eine Boomphase, in der wir gerade wieder sind. Die sorgt dafür, dass sozusagen die nächste Etappe oder das nächste Infrastrukturgerüst gebaut wird für den gesamten Kryptosektor und dann wird es auch wieder eine bittere Korrektur irgendwann geben. Und dann werden eben die schwarzen Schafe auch alle wieder ausgemistet werden. Das ist der Gang der Dinge, das war schon immer so. Wir haben die Internetblase Ende der 90er, Anfang 2000, da hat man auch in allen möglichen schwachsinnigen Ideen, rückblickend schwachsinnigen Ideen investiert und musste dann feststellen, dass das meiste sozusagen eben hanebücht im Grunde genommen war oder schlecht gemacht war oder viel zu träumerisch oder absurd sozusagen oder einfach keinen guten Businessplan dahinter gehabt hatte. Aber diese Milliarden, die damals eben in diesen neu aufkommenden Internetsektor geflossen sind, die haben natürlich im Hintergrund die Infrastruktur, sozusagen den Backbone von dem Internet erschaffen. Und nur deswegen können wir heute all diese Services und Möglichkeiten nutzen, die uns das Internet bietet. Denn aufgrund dieser massiven Investment- und Spekulationswelle damals konnten eben diese ganzen Serverstrukturen aufgebaut werden, etc. etc. Und so ähnlich ist das eben jetzt 2016, 17 in dem Blockchain-Bitcoin-Hype gewesen. Es gab danach eine harte Auslese. Die ganzen ICO-Projekte sind praktisch alle gegen die Wand gefahren. Und jetzt sind wir in der neuen Boomphase und es gibt wieder gerade in dem Decentralized Finance, also DeFi-Sektor, jede Menge hochspekulative Projekte, mit denen man kurzfristig sicherlich ganz gutes Geld verdienen kann, die aber mit Sicherheit keine langfristige Anlage momentan darstellen. Ich denke, man muss da einfach, man braucht ein gutes Timing, man braucht nach wie vor seinen gesunden Menschenverstand und auch eine gewisse Skepsis. Und wenn der Bitcoin irgendwann toppen sollte, vielleicht Richtung Ende des Jahres und dann eben auch eine größere Korrektur ansteht, dann sollte man sich auch aus diesen ganzen Altcoins verabschieden. Also ich glaube nicht, dass man dann 80, 90% Kursrücksetzer sozusagen durchstehen möchte.
Mittlerweile zieht ja Bitcoin eher auch so viele Spekulanten ein, einfache Leute, die von FOMO betroffen sind und darauf nicht den Zug verpassen möchten. Aber es gibt ja die ganzen Leute, die das halten, die Verfechter der ersten Stunde, die ganzen Leute, die die Freiheit lieben und meinen, das wäre eine Möglichkeit, sich zu befreien von den ganzen Zentralbanken etc. Wie sehen Sie das, dass Bitcoin und die anderen Kryptowährungen so ein trojanisches Pferd sind und am Ende des Tages irgendwann in naher Zukunft kommen dann die Zentralbanken um die Ecke und sagen, hey, hier ist jetzt gibt's einen kleinen Währungsumtausch für eure Bitcoins, ab sofort nur noch Krypto-Euro, Krypto-Yuan. Wie sehen Sie diese Gefahr? Und vor allem, die Leute denken ja nicht darüber nach, so die Kryptowährung, wenn sie dann tatsächlich von Zentralbanken herausgegeben werden würde, man könnte die ja programmierbar machen. Das heißt, man könnte sagen, Herr Grummes, Sie können jetzt Ihre Krypto-Euros ausgeben, aber nur im Umkreis von 50 Kilometer um Ihren Wohnort. Oder Sie müssen die jetzt nächsten Monat ausgeben, sonst gibt es eine schöne Negativverzinsung. Das ist ja, das sind ja die kühnsten Träume der Zentralbanker. Ja, also das ist auch ein massives Problem, vor dem wir hier gerade stehen. Und es ist auch ein sehr drängendes Problem, denn diese Leute marschieren hier gnadenlos und rücksichtslos voran. Und man muss schon davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren oder schon in den nächsten Monaten schrittweise diese digitalen Zentralbankwährungen eingeführt werden. Das Argument, dass also der Bitcoin dazu ein trojanisches Pferd gewesen wäre oder sei, das kann ich nicht nachvollziehen, denn also ich nach meinen Recherchen hat weder FBI, NSA noch sonst irgendjemand bei der Entwicklung des Bitcoin mitgewirkt, sondern der Bitcoin wurde erschaffen genau aus dem Grund heraus, dass eben 2008 in der Finanzkrise alle Dämme gebrochen sind und man sich sozusagen über alle Spielregeln und alle Verträge hinweggesetzt hat. Und eben diese massive Geldmengen oder Währungsmengenausweitung sozusagen ja erst richtig begonnen hat. Und der Bitcoin ist sozusagen ja die Antwort darauf gewesen ist, um eben den Menschen sozusagen ein Zufluchtshafen zu bieten. Also wir sind jetzt in der Situation, durch die Corona-Krise sind also viele, viele Menschen in große Schwierigkeiten geraten. Vor allem der Mittelstand und die Selbstständigen oder die eben ein Unternehmen auch führen. Die meisten, die also ein herkömmliches Geschäft sozusagen haben, stehen im Grunde genommen vor der Pleite aufgrund des Lockdowns und die sind also alle dem Staat ausgeliefert und die werden natürlich alle dankbar, sozusagen das staatliche digitale Zentralbankgeld dann auch nehmen. Wenn dann da natürlich ein Ablaufdatum versehen ist oder man darf das nur innerhalb, wie Sie gesagt haben, 50 Kilometer ausgeben oder nur dann, wenn man sich brav benommen hat sozusagen, dann sind wir natürlich mittendrin in einem völligen Diktaturwahnsinn. Und das ist auch meine ganz große Sorge. Und ich sehe auch momentan außer dem Bitcoin weit und breit nichts, was diesen Wahnsinn aufhalten könnte. Also das müssen wir schon ganz nüchtern sehen. Die freie Meinungsäußerung ist ja schon seit vielen Jahren massiv eingeschränkt, immer mehr. An allen möglichen Orten findet Zensur statt. Unglaublich, wenn man sich das eigentlich überlegt. Eine freie, öffentliche, faire Diskussion findet nicht mehr statt. Und ja, wenn wir so weitermarschieren auf dem Weg, dann werden wir alle in einer ganz, ganz üblen Knechtschaft enden. Das muss man sich ganz nüchtern vor Augen führen. Und das Beispiel ist natürlich China, wo es ja mit diesem Social Scoring schon, die sind ja schon einen deutlichen Schritt weiter. Wer sich da nicht systemkonform verhält, der hat sozusagen keine Chance mehr, seine Kinder in die Schule zu bringen oder sich zu versichern. Der darf auch nicht mehr verreisen. Der darf möglicherweise auch, wenn jetzt noch dann on top der Impfpass kommt, der darf dann auch nicht mehr in den Supermarkt gehen. Also das sind schon also wirklich unglaublich fürchterliche Aussichten im Grunde genommen. Und ich außer dem Bitcoin wüsste ich eigentlich auch gar nicht, wie sich die Menschheit da noch gegen schützen kann momentan. Also die Masse der Menschen hat das noch gar nicht verstanden, was da auf uns zukommt und wie dramatisch die Konsequenzen sind. Also man muss sich einfach immer wieder vor Augen führen, die Freiheit ist das Allerwichtigste. Ne? Weil ohne Freiheit ist das ganze Leben nichts wert. Und wir stehen da jetzt wirklich an einer ganz großen Wegtrennung, sage ich mal. Ich habe die Hoffnung, dass der Bitcoin sozusagen uns dort retten kann. Ob es wirklich dazu kommt,
kann ich auch nicht versprechen und auch nicht in die Zukunft sehen, das weiß ich nicht. Aber ich sehe momentan keine Alternative mehr. Also Gold ist natürlich immer ein Weg, ganz klar, aber wenn sie am Ende nur noch alles digital mit dem Krypto, es ist ja kein Krypto-Zentralbankgeld, es ist ja ein zentralisiertes Geld, das hat ja nichts mit einer dezentralen Struktur wie beim Bitcoin zu tun. Aber wenn es dazu kommt, also das ist schon sehr bedenklich. Ja, die Dystopie und die totale Freiheit mit Bitcoin liegen nah beieinander bei den Möglichkeiten. Die Chinesen forcieren das ja nicht von ungefähr, ihren Krypto-Yuan, auch aufgrund der Möglichkeiten, dass man um das SWIFT-System herumkommt und sozusagen den Amerikanern dann ein Schnäppchen die aus den Fängen der Amerikaner mit dem SWIFT-System sich befreien könnte. Was denken Sie so als Preisprognose für Bitcoin? Manche meinen so, Max Kaiser vor allem, 1 Million ist auf jeden Fall drin. Ist die 1 Million nur möglich, wenn tatsächlich Zentralbanken drucken? Das heißt, wenn auch Kupfer und alles andere mit in die Höhe geht, oder ist 1 Million in Sicht von 5 oder 10 Jahren durchaus konservativ, wenn man das Wort überhaupt gebrauchen kann. Und damit verbunden, was für ein Rücksetzer müsste nach unten durchbrochen werden, damit Sie sagen, der derzeitige mittlere Trend ist gebrochen? Also in der Hyperinflation sind natürlich alle möglichen Preisziele denkbar. Und ich bin ja schon seit jetzt längerem immer wieder ganz klar mit der Meinung aufgetreten, dass wir in einem Crack-Up-Boom sind, also in einer sogenannten Katastrophenhorst, die nur noch durch die Ausweitung der Geldmenge und der Kreditmenge sozusagen einen künstlichen Boom sozusagen erzeugt und eben dadurch letzten Endes alle Anlageklassen immer teurer werden, also der Preis immer weiter steigt, aber nicht notwendigerweise das dahinterstehende Business sozusagen boomt. Also wir sehen es ja am Aktienmarkt, dass also ganz viele Aktienkurse durch die Decke gehen, obwohl eigentlich die Geschäftstätigkeit gar nicht so berauschend ist. Also da ist eben immer mehr Illusion sozusagen und eine Verzerrung im Spiel. Aber es liegt einfach daran, dass eben immer mehr Geldmenge, Währung kreiert wird von allen Staaten auf dem Planeten. Und wenn das so weitergeht, und davon gehe ich aus, denn wenn die morgen aufhören mit den Ausweitungen, dann bricht das gesamte System sofort zusammen. Und dann haben wir sofort Bürgerkrieg und Anarchie, weil dann klappt es zusammen. Also das haben wir letztes Jahr im März mal kurz für ein paar Tage gesehen. Da hat es alle Anlageklassen betroffen. Wir haben das auch 2008 ja schon gesehen in dem Deflationscrash. Da ist dann ganz schnell Schluss mit lustig und das riskiert kein Politiker und kein Zentralbanker. Die werden alle so weitermachen. Das heißt, es wird immer weiter aufgebläht. Wie lange das gut geht, kann niemand genau sagen. Bis jetzt ist immer noch ein Großteil oder sagen wir mal die kritische Masse der Menschen ist sich dessen noch nicht bewusst. Also das ist eher so nach dem Beispiel der Frosch im warmen Wasser merkt gar nicht, dass das Wasser immer mehr zu kochen anfängt. So ähnlich muss man sich das mit dem Großteil der Bevölkerung momentan vorstellen. Der Bitcoin kann problemlos auf 1 Million steigen, wenn hier in dem Stil weiter, und das wird ja immer exponentieller. Also wir sehen ja jetzt schon die Geldmengen, die jetzt sozusagen kreiert wurden in dem letzten Jahr, sind ja deutlich größer als alles, was in den letzten 40 Jahren zuvor erzeugt wurde. Insofern kann der Bitcoin problemlos auf 1 Million steigen, der kann auch auf 10 Millionen steigen. Das ist alles relativ. Ich gehe jetzt mal kurzfristig auf Sicht dieses Jahres davon aus, dass wir also auf alle Fälle Richtung 100.000 ansteigen werden können. Vielleicht klappt es auch Richtung 300.000 Dollar und dann würde ich aber schon auch wieder eine Korrektur erwarten. 1 Million ist im Moment sicher noch weit entfernt. Also das wird Stand heute mindestens ein paar Jahre benötigen. Und was jetzt den Rücksetzer angeht, also ich sag mal, solange sich der Bitcoin über 20.000 Dollar halten kann, würde ich sagen, ist diese ganze Aufwärtsbewegung und auch das ganz große Bild ohne Frage intakt. Kann er überhaupt noch mal so tief fallen? Also ich halte es eher für unwahrscheinlich. In der Vergangenheit kam es eigentlich nie dazu, dass wenn dann so ein mehrjähriges Allzeithoch nachhaltig überwunden wurde, also das ist ja die Marke von 20.000 Dollar, dann hat der Bitcoin da eigentlich nie nochmal zurückgeschaut und diese Marke nochmal unterboten. Also ich sag mal, das ist
der absolute Worst Case in meinen Augen, $20,000. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir nochmal deutlich unter 35.000 oder $40,000 fallen. Also so wie es momentan aussieht, wird es wohl auch schon nicht mehr Kurse unter $50,000 geben, sondern im Grunde genommen seit ein paar Wochen jetzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau zwischen 50 und 60.000. Und wenn da sozusagen sich genügend Marktteilnehmer an dieses Preisniveau gewöhnt haben, dann kann es weitergehen. Also ich glaube nicht, dass wir da nochmal deutlich unter 50.000 fallen. 30, sagen wir mal 35 bis 40.000, das ist durchaus nochmal denkbar. Man muss sozusagen immer einkalkulieren, dass der Bitcoin in so einem Bullenmarkt mal 30-35%ige Rücksetzer aufs Parkett legt. Das kann jederzeit passieren. Unterhalb von $20,000 sehe ich ihn eigentlich nicht mehr. Also das würde mich sehr verwundern. Jetzt kritisieren immer die Goldbugs, dass der Bitcoin immer als Goldmünze dargestellt wird. Kommen wir da als Überleitung direkt zum Real Deal, zum Gold selbst. Viele dachten jetzt, dass wir jetzt im April die 2400 sehen werden. Im letzten Jahr, da war ja die Euphorie groß. Und jetzt sind wir von Monat zu Monat, ging es runter. Vor wenigen Tagen ging es so mit der Stimmung richtig bergab. Haben wir jetzt so den Punkt erreicht, dass es wieder aufwärts gehen könnte, nachdem die ganzen schwachen Hände abgegeben haben? Also die Euphorie ist ja gänzlich verflogen. Scheint ja eine gute Bodenbildung zu sein, damit wir vielleicht mal die 2000 im Sommer sehen. Ja, also ich denke, wir haben einen Doppeltief beim Gold gesehen jetzt im März bei 1676 und dann ein paar Wochen später 1678. Und jetzt haben wir seit praktisch den letzten 8-9 Tagen, also am Mittwoch vor Ostern, ging diese Erholungsrallye los und der Goldpreis hat also in wenigen Tagen $80 zulegen können. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wir haben also dieses Doppeltief, wir sind stark überverkauft auf dem Wochenchart. Wie Sie schon gesagt haben, das Sentiment ist also höchst pessimistisch, würde ich mal sagen, teilweise Aufgabestimmung. Wir hatten gesehen, dass ein Großteil der Goldanalysten sozusagen ins bärische Lager gewechselt war. Die schwachen Hände sind mit Sicherheit alle abgeworfen. Gold ist eigentlich wieder ein antizyklisches Investment geworden und im ganz großen Bild ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Also wir haben jetzt mal 8 Monate korrigiert, $400 vom neuen Allzeithoch. Ich würde mal sagen, das ist völlig gesund und normal. Man darf ja nicht vergessen, dass der Goldpreis davor auch 2 Jahre nur mit kleinen Unterbrechungen nach oben marschiert ist und eigentlich diese ganze Geldmengenausweitung ja als allererster angefangen hat einzupreisen. Und jetzt hat er halt mal ein paar Monate durchgeatmet. Das ist völlig normal und gesund. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt ein Doppeltief gesehen haben. Die Bodenbildung kann sich vielleicht noch ein bisschen hinziehen, aber vermutlich sind wir jetzt schon auf dem Weg wieder Richtung 1850, vielleicht sogar $1,900. Ob es dann gleich im Sommer reicht zu Preisen oberhalb von $2,000, müssen wir mal gucken. Also wenn das jetzt ein neuer Aufwärtszyklus sozusagen ist, der gerade begonnen hat in dem Sektor, dann fängt der eigentlich immer ein bisschen langsam an. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da gleich mega Momentum haben. Das baut sich ja auch immer auf. Das ist ja immer auch ein massenpsychologisches Phänomen. Insofern, was ich vor allem glaube, ist, dass richtig Musik wieder in den Goldmarkt kommen wird, wenn der Bitcoin dann mal ein wichtiges Top erzielen wird. Also wenn wir vielleicht beim Bitcoin Richtung 100, 200, $300,000 gegen Ende des Jahres gelaufen sind und dann wirklich mal eine Korrektur einsetzt, dann wird man sehen, dass sehr viel Geld aus dem Bitcoin in den Goldmarkt wandern wird. Und dann dürfte es problemlos möglich sein, dass der Goldpreis auf 2.500 und sogar $3.000 steigen wird. Also das ist im Moment so ein großes Makro-Szenario sozusagen, was diese beiden Asset-Klassen angeht. Denn alle, die in Bitcoin investiert haben oder im Kryptosektor generell, die wollen ja sicherlich nicht zurück in das Fiat-Geld, sondern die wollen natürlich in einen anderen sicheren Hafen. Und dann wird Gold natürlich und auch Silber hochinteressant sein. Ich bin sehr optimistisch für den Edelmetallsektor. Das war jetzt eine gesunde Korrektur. Ja, sie ging auch ein bisschen tiefer, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Aber der Sektor ist bereinigt. Schwachen Hände sind raus. Das ist eine wunderbare antizyklische Chance jetzt. Man muss Geduld mitbringen, am besten eben ohne Hebel das physische Metall kaufen und bei der Auswahl der Minenaktien sehr vorsichtig sein. Das Timing ist bei den Minenaktien extrem wichtig und das Leverage Trading im Goldmarkt, denke ich, wird auf Sicht der nächsten Monate noch relativ schwierig sein, weil wir einfach noch keinen richtig nachhaltigen neuen Aufwärtstrend haben werden. Das kann jetzt eben eine Bodenbildungsphase werden, da gibt es aber immer noch so
sag ich mal, ja, gemeine oder trickreiche, verwirrende Rücksetzer immer wieder. Aber auf Sicht der nächsten 1, 2, 3 Jahre sehe ich also deutlich höhere Goldpreise. Ich glaube, die Enttäuschung im Goldlager ist immer daher gegeben, weil sich die ganzen Goldbugs eine Entwicklung gewünscht hätten wie beim Bitcoin. Und dann immer zuschauen, wie der Bitcoin nach oben steigt und Gold den einen oder anderen Rücksetzer hat. Aber das ist ja ein tröstlicher Gedanke, den Sie da aufgebracht haben. Sehr schöner Gedanke, dass das sozusagen das Anti-Fiat-Lager ist und dass man da immer so auf Ratio schaut. Und wenn der Bitcoin auf 100, 200.000 hochgeht, dann wird der eine oder andere dann verkaufen und sagen, hey, Gold ist ja jetzt so preiswert relativ zu Bitcoin, dann wäre man ja blöd, wenn man nicht verkaufen würde. Also schöner Gedanke, sehr tröstend wahrscheinlich für das Goldlager. Aber kommen wir zum Schluss auf das andere Edelmetall, was Furore macht derzeit wegen Wall Street Bets etc. Das Bitcoin des kleinen Mannes, Silber. Ja. Was ist denn Ihre Meinung? Preislich werden Sie bestimmt auch höhere Preise sehen. Ich meine, das ist ein Metall, das immer noch entfernt ist von seinen Höchstkursen in den 80ern. Das kann man ja nicht von allen sagen. Dann haben wir noch die ganze Wall Street-Geschichte, wo Leute dann Silber für sich entdeckt haben, die das noch nie vorher gehört haben. Die werden dann über Nacht zu Stackern. Und wenn einer schon mal so eine Silbermünze in der Hand gehabt hat, das ist einfach ein schönes Gefühl. Das ist richtiges Geld. Wie dann manche sagen, da wird man dann süchtig nach mehr. Und wie sehen Sie die ganze Geschichte mit Wall Street Bets? Statt Comex, Crimex, jetzt haben wir die Münze in Perth in Australien. Da kriegen wir jeden Tag Nachrichten. Man könnte meinen, wenn man das YouTube durchforstet, dass es dann, wir sind gerade irgendwie von so einem wichtigen Moment, wo dann das Ganze aufgeht, die ganze Lösung. Ne? Viele geben dann so als Beispiel den Film, wie heißt er denn? Dieser, ich komme gerade nicht drauf, die Zuschauer werden mir da folgen können, und zwar mit Brad Pitt und, wer ist er denn? Kommt gerade nicht drauf. Aber da geht es darum, dass da Credit Default Swaps gekauft wurden und die ganzen Banken gehen unter und die Credit Default Swaps waren immer im Preis unbewegt. Und so sehen die Leute das bei Wall Street Bets. Das heißt, die Nachrichten werden immer schlimmer, beziehungsweise besser für Silber und schlimmer für die vermeintlichen Gegner auf der anderen Seite, die Zentralbanken etc. Aber der Preis ging ja runter auf 24. Jetzt haben wir eine Erholung. Wie verfolgen Sie das Ganze, diese Prospektänderung bei SLV etc.? Ja, also man muss, glaube ich, einfach das ein bisschen auch wieder aufdröseln und differenzierter betrachten. Also da ist natürlich was dran an der ganzen Wall Street Silver Squeeze Nummer sozusagen. Es ist ja kein Geheimnis, dass grundsätzlich bei den Edelmetallen, auch beim Gold, ja mindestens 200 Papierunzen für jede physisch vorhandene Unze gehandelt werden. Und dann wird natürlich automatisch die Preisfindung schon etwas fragwürdig, wenn also alles nur irgendwelche Luftwürmer sind und irgendwelche Lagerzettel sozusagen die Hände tauschen, aber das physische Material gar nicht vorhanden ist. Ich habe mich bisher nicht so massiv für den Silver Squeeze begeistern können. Ich bin aber ein begeisterter Silberanleger. Denn ich glaube, dass also zum einen die fundamentale Story absolut intakt ist. Also gerade was eben die Elektrifizierung angeht, wird enorme Mengen an Silber benötigt werden in Zukunft. Ich glaube auch, dass Silber im Vergleich zum Gold deutlich unterbewertet ist. Es ist einer der wenigen Rohstoffe, der deutlich unter seinem 1980er hoch handelt. Jeder kleine Bürger sozusagen in Anführungszeichen kann sich Silber leisten. Wie Sie schon gesagt haben, wenn man das mal in der Hand hält, es ist also ein ganz anderer Eindruck, als wenn man eben einen Papierschein in der Hand hält. Also das ist alles intakt. Wir haben allerdings eben beim Silber, es ist ein kleiner, ein enger Markt. Dementsprechend ist er eben auch leichter manipulierbar. Dass jetzt also viele von den großen Scheideanstalten oder Prägeanstalten sozusagen nicht mehr liefern können und dass die Aufschläge auch auf das physische Material deutlich gestiegen sind, zeigt schon, dass da also irgendwas nicht so ganz richtig sauber läuft bei der Preisfindung. Aber man muss eben immer wieder auch akzeptieren, dass die Edelmetallpreise nach wie vor durch einen physischen Markt, aber eben vor allem auch durch den Papiermarkt gemacht werden. Und solange dieser Zustand nicht gebrochen ist, ist es schwierig, sozusagen hier
dramatische Preisanstiege zu erwarten. Was auffällig ist, ist, dass praktisch seitdem diese Hype um den Silver Squeeze begonnen hat, also Ende Januar, Anfang Februar, Silber angefangen hat, den Goldpreis zu unterperformen, also hat sich schwächer entwickelt als Gold. Technisch betrachtet haben wir eine tolle Aufwärtswelle gehabt im letzten Jahr beim Silber, von 12,60 $, glaube ich, ungefähr, bis hoch auf fast $30. Und seitdem konsolidiert der Markt im Grunde genommen zwischen ja gut $23 und $28. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Das Silber muss erstmal ein bisschen Kraft tanken. Wir haben vorhin drüber gesprochen, beim Gold, wenn wir in einem neuen Aufwärtszyklus sind, in dem Edelmetallsektor, dann wissen wir aus der Vergangenheit, dass Silber nicht das erste Pferd ist, das losrennt, sondern das kommt immer erst später. Also ich würde davon ausgehen, und das ist übrigens auch das, was das Gold-Silber-Ratio momentan andeutet, ich würde eher davon ausgehen, dass der Goldpreis jetzt erstmal wieder vorne wegmarschieren wird müssen, die nächsten Monate, vielleicht sogar 1-2 Jahre, bis dann der Silberpreis wirklich in Gang hochschaltet und dann am Gold vorbeizieht. Also ich kann nur appellieren, geduldig zu sein. Wer es physisch macht, hat nichts zu fürchten sozusagen. Da kann man alles locker und entspannt aussitzen. Das Problem wird immer dann, wenn man eben mit Leverage handelt oder eben mit Optionen und dann eben auch einen Zeitverlust mit einbaut, dann wird's tricky beim Silber. Wir haben in unserem Silber-Chartbook auch kurzfristige Trades drin. Kann man alles machen. Man muss einfach wissen, was man macht beim Silber. Und ich würde mich also jetzt von meinen Investments Entscheidungen sozusagen nicht von dem Silver Squeeze leiten lassen, sondern eher von Prinzipien tief kaufen, hoch kaufen. Und da scheint mir jetzt Silber um die $25 schon wieder ganz interessant zu sein. Auch hinsichtlich dessen, dass eben der gesamte Edelmetallsektor ein antizyklisches Investment eigentlich schon wieder geworden ist. Also physisch mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Das ist eine langfristige Geschichte. Vorsichtig wäre ich nach wie vor, also mit so ein bisschen riskanteren Wetten auf die Edelmetallpreise. Und wenn der Silberpreis durch die 30er-Linie geht, was denken Sie, wie schnell kann die 50 erreicht werden? Das wird dann relativ schnell gehen. Also das ist richtig benannt von Ihnen. Die $30-Marke, das ist momentan die entscheidende Widerstandszone. Da, glaube ich, müssen wir noch ein paar Mal gegenrennen, bis der Silberpreis sich dann sozusagen draus befreien kann. Wenn dann da der Durchbruch kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass das in wenigen Wochen oder vielleicht 1, 2, 3 Monaten dann Richtung $50 nach oben rauscht. Und dann wäre das der dritte Test der $50-Marke in den letzten 40 Jahren, 45 Jahren. Auch da wird es dann vielleicht nochmal einen Rücksetzer geben. Aber der nächste Anlauf dann auf die $50-Marke wird wahrscheinlich relativ schnell kommen. Ja, und dann beim 4., 5. Mal wird da der Durchbruch kommen und dann ist der Weg frei Richtung dreistelligen Silberkursen. Das ist aber dieses Jahr sicherlich nicht so einfach drin. Also das würde ich eher sagen, in den nächsten 2 bis 4 Jahren kann ich mir das vorstellen. Ja, Keith Neumeyer ist ja so ein Verfechter von First Majestic Silver, von Triple Digit Silver. Und der meinte nämlich in einem Interview, dass bisher dachte er, dass die Automobilbranche oder die Elektronik um die Ecke kommt und für Nachfrage sorgt und für eine Veränderung beim grundsätzlich Veränderung bei der Preisgestaltung beim Silber. Aber jetzt meinte er neulich, jetzt sieht er die Privatleute durch Wall Street Bets dazu animiert, die werden den Preis nach oben pushen. Und ja, vielleicht läuft es ja so wie letztes Jahr mit dem Klopapier. Wenn alle kaufen, dann geht's richtig ab. Ich meine, Endeavor Silver war jetzt neulich eine Firma, ein Unternehmen, das erklärt hat, dass sie, ich glaube, so um die 50% ihres geförderten Silbers im ersten Quartal, das lagern sie auf Halde, weil sie davon ausgehen, dass der Preis nach oben geht. Also es bleibt spannend beim Silber. Letztes Thema, Crack-Up-Boom. Da sind Sie ja österreichische Schule, Sie sind ein Verfechter davon. Was denken Sie, wenn wir das uns anschauen, rückblickend vor 100 Jahren, 1918, wo sind wir jetzt gerade? 1918, 1920, 22, an wo würden Sie uns gerade positionieren? Ja, ist eine schwierige Frage. Wir haben natürlich damals vor 100 Jahren, war natürlich der Erste Weltkrieg, erstmal maßgeblich dafür verantwortlich, dass also viele Produktionsanlagen nicht mehr funktioniert haben, dass sozusagen die Versorgung sehr knapp war. Und dann hat eben die Zentralbank in der Weimarer Republik die Geldmenge dramatisch ausgeweitet. Und jetzt haben wir natürlich momentan durch den Lockdown in Teilen, sage ich mal, der Weltwirtschaft eine ähnliche Situation.
es ist schwierig zu sagen. Der entscheidende Punkt, den man beim Crackerboom wirklich verstehen muss, ist, wir hatten vorhin schon einen Teil der Definition angesprochen, sprich diese ständige Ausweitung der Währungs- und der Kreditmenge durch die Zentralbanken, und das können die auch nicht mehr stoppen oder aufhören, weil dann hätten wir sofort einen Bürgerkrieg. Aber auf der anderen Seite ist eben dieser schwindende Vertrauensverlust, und das geht am Anfang schleichend und beschleunigt sich dann irgendwann. Und da kommt es eben darauf an, ab welchem Punkt sozusagen ein kritischer Teil in der Bevölkerung diese Enteignung im Grunde genommen, die ja durch die immer schwächer werdende Währung stattfindet, wann das den kritischer Teil der Bevölkerung sozusagen wirklich wahrnimmt. Und das wird primär dann passieren, wenn die Leute im Supermarkt realisieren, wow, ich habe doch vorletzte Woche noch so und so viel dafür gezahlt und jetzt ist es schon wieder 50% teurer geworden. An dem Punkt sind wir offensichtlich noch nicht. Man sieht natürlich schon, dass viele Rohstoffpreise gewaltig explodiert sind. Also das wird sich immer weiter auch direkt beim Konsumenten und bei den Bürgern bemerkbar machen. Aber es kann durchaus noch ein Weilchen dauern. Also ich würde mal vermuten, wir sind irgendwo 1921 vermutlich mal. Wäre aber auch nicht überraschend, wenn das noch 3-4 Jahre läuft. Es wäre aber auch nicht überraschend, wenn es nur noch wenige Monate läuft. Es ist wirklich eine sehr verzwickte Geschichte, in der wir da sind. Und ich kann nur noch mal das wiederholen, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ich glaube, dass man also mit Gold, Silber und Bitcoin recht gut aufgestellt ist. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Krummiss. Wenn die Zuschauer mehr von Ihnen erfahren möchten, wie können Sie in Kontakt treten mit Ihnen? Am besten meine Webseite midastouch-consulting.com. Wir haben auch einen kostenlosen Telegram-Channel mit vielen Austausch, internationaler Austausch. Alle Analysen werden dort auch kostenlos gepostet. Und ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere vorbeischaut. Vielen Dank, Herr Krummiss. Sehr gerne.